Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banisher Ghost of New Eden mit dem alten Megacop. Ja. Letzte Folge anschauen, dann weiß man warum. Ich find's so blöd. Ich find's einfach so doof. Ich habe etwas in der Nähe. Keine Lust, immer wieder überall hinzulaufen, um Dinge dann irgendwann später zu bekommen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Hier spürt er was, ja. Was spürst du denn hier? Das da oben? Ja, aber wir können halt, ne? Hier kann man hochklettern. Hier ist der Fahrstuhl. Der ist sogar unten. Das war auch so ein Ding. Da irrt man denn da rum? Nur weil das nicht angezeigt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding da hinten ist, was wir hier jetzt gesehen haben. Das da. Das finde ich eigentlich ein bisschen sehr seltsam, weil wir ja mitunter oder oft Dinge gar nicht sehen. Ah, der Fahrstuhl wäre blockiert. Hä? Hä? Ah, da ist noch was. Was haben wir denn hier? Cool, dann haben wir das auch. Der Fahrstuhl war blockiert, denke ich mir mal. Das war die ganze Herrlichkeit. In Ewigkeit, Amen. Warum muss ich da wieder hin? Ich kann da auch keine Schnellreise, glaube ich, hinmachen. Na, Schnellreise ging ja jetzt generell nicht. Vielleicht geht es ja jetzt nachher. Und wenn wir dann Schnellreise machen können, okay, dann bin ich wieder ein wenig besänftigt. Aber nur ein wenig. Oh, das juckt genau an einer Stelle, wo der Kopfhörer, das Polster oben, der Bügel ist. Wir gucken uns jetzt hier noch in Ruhe um, ne? So ist nicht. Hier ist aber nichts weiter. Die gehen nicht kaputt, hier ist gar nichts. Das ist total sinnlos, hier runter zu gehen. Geht das nur mir so, oder... Ich habe es auch gespürt. Ah, da. Haben wir hier noch was? Das habe ich beim Hochkommen gar nicht gesehen. Da sind Pilze, die will ich haben. Bin ich jetzt? Da kommen wir hoch. Da haben wir Feuer. Und das ist unten drunter. Unterschlupf, Grundwasserquelle. Das scheint zu gehen, ne? Dann könnte man da versuchen, wieder hinzukommen. Eingestürztes Haus, Unterschlupf. Ja, ich weiß nicht, was jetzt der kürzeste Weg ist. Da lang gehen? Hier ist nochmal Moos. Hier ist ja noch was. Jetzt müsste der Fahrstuhl aber fahren, ne? Das da unten, das war... Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Ich auch. Der Infame hat uns wirklich kalt erwischt. Jahre der Wut sind durch mich geflossen.
Aber jetzt erinnere ich mich nicht einmal mehr an den Grund. Ich auch nicht. So geht ein Infamer vor. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind hier. Ich hab dich mit meinen Worten verletzt. Der Fahrstuhl. Tut mir leid. Vergeben und vergessen. Und hoffentlich vergibst du mir auch. Der Fahrstuhl. Hier ist wieder was nachgewachsen. Bis was mir kein... Was mir keine Ruhe lässt, ist das hier. Das, da komme ich noch nicht rein. Ja, wir werden jetzt erstmal den Typen da konfrontieren. Und dann muss ich nochmal wohin reisen und noch ein paar Erkundigungen tun. Wie gesagt, ich will die Dinge, die man da bekommt, nicht am Ende der Geschichte haben. Wenn es vorbei ist. Meine Freunde, ist die absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Oh, gut. Seine neueste Predigt. Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen, während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott, doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetat. Er beschreibt sich da gerade selbst. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr? Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein, ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte beginnt mit einer Frau, einer Lehrerin, die friedvoll lebte, bis eine Seuche kam. In ihrer Angst blickten die Bürger zum Gouverneur. Der Teufel wandert unter uns, sagten sie. Ihr müsst uns retten oder wir suchen uns jemanden, der es kann. Der Gouverneur wusste, dass er machtlos war. Aber er konnte ihnen eine Hexe geben. Sie würde gestehen oder verurteilt. Deborah Comenius war eine Hexe, Mr. McGrath. Sie war das Werkzeug des Teufels. Und noch Schlimmeres, viel Schlimmeres! Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt, jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein, euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Na,
Vergesst die Sache einfach. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden. Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar... Es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt. Aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist. Auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr. Und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McGrave. Es gibt sonst niemanden. Gebt es zu! Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht! Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat! Verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Dann sind wir ja auch nicht besser verschonen. Oder sollen wir es mal machen? Sein Sohn steht in den Startlöchern. Ich habe wieder nicht gespeichert, ne? Naja. Ich mach's mal. Oh! Ihr hattet die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten, aber stattdessen bliebt ihr tatenlos und habt das barbarische Ende abgewartet. Ihr habt den Fluch über New Eden gebracht. Dann habt ihr euch an uns Verbanner gewandt, damit wir eure Fehler für euch beheben würden. Ihr prahlt mit eurem Wissen über Dämonen und Geister, doch in Wahrheit wisst ihr nichts. Ihr stolziert herum wie ein eitler Gockel ohne Schneid. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen, aber euer Gouverneur hat den Tod mitgebracht. Naja. Er trägt die Schuld. Und ich werde sie benennen. Verflucht! Mein Eid!
meine Freunde. Habe ich nicht stets die Interessen der Gemeinde über meine eigenen gestellt? Habe ich euch nicht beschützt? Euch nicht geliebt? Ist das Deborah? Das ist ungerecht. Ist das Böse für immer fort? Ganz im Gegenteil. Wer wird uns dann beschützen? Ich kann das, solange Mr. McGrath sich gegen den Fluch von Yuin stellt, werde ich die Menschen in den Harrows beschützen oder es zumindest versuchen. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und um Vergebung bitten und um die Stärke, die Folgen unserer Taten auszustehen. Eure Bezahlung. Nur eine Schuld unter vielen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Ich habe, glaube ich, richtig spekuliert. Ihr solltet euch zuerst um eure eigenen Schulden kümmern, junger Haskell. Wie recht ihr doch habt. Ich hasse diesen Ort. Ruh dich kurz aus, aber dann lass uns bitte von hier verschwinden. Wir gucken mal runter, ne? Ich will mal gucken, ob ich eine Schnellreise machen kann, ob das alles funktioniert. Ob wir Dinge zum Looten gesammelt haben. Du bist wütend. Ich seh's dir an. Natürlich tust du das. Du denn nicht? Ja. Angewidert. Dieses Land ist dem Untergang geweiht. Ich spür's in meinen Knochen. Es mangelt hier jedenfalls nicht an Leid. Und Haskell, als er Deborahs Hinrichtung anordnete. Ich weiß, wir sind zusammen. Und das macht uns stark. Aber ich bin dennoch so müde. Verlier dich nicht. Du hast so viel mehr getan, als ich je von dir verlangen hätte können. Ich tue, was notwendig ist, und ich tue es gern. Du musst nichts von mir verlangen. Je näher wir meinem Körper kommen, der Wahrheit darüber, was hier wirklich geschehen ist, desto stärker fühle ich mich. Meine Sinne werden schärfer. Als ob ich die Stille schmecken, den Holzrauch riechen, deine Körperwärme wahrnehmen und Deborahs Zorn spüren könnte. Es fühlt sich an, als wäre er ein Teil von mir. Ich kann ihre Wut nachvollziehen. Ich spüre ihren Zorn und kann gar nicht anders, als sie zu verstehen. Aber diese Wut in mir, die Furcht. Ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen, als ich von zu Hause fort bin.
Du hast geglaubt, Wut und Furcht überwinden zu können, wenn du eine Verbannerin wirst? Ich dachte zumindest, dass ich sie kontrollieren könnte. Ich wäre eine große, böse Verbannerin und hätte keine Angst vor Geistern. Aber diese Tortur hat mich bis ins Mark erschüttert. Und jetzt schlängelt sich sogar die Schwester, von der ich dachte, sie wäre für immer fort, wieder zurück in mein Leben. Deine Schwester, Ayomide war ihr Name, richtig? Nein, nicht sie. Bevor ich Kuba verließ, als ich noch klein war, hatte ich eine Freundin, die ich meine Schwester nannte. In dieser Nacht, der Nacht, in der ich starb, träumte ich von ihr. Ich träumte von Kalendra. Bist du dir sicher, dass es nur ein Traum war? Hast du deshalb ohne mich die Schule verlassen? Ja, es muss ein Traum gewesen sein. Sie war nicht dort. Wie sollte sie auch dort gewesen sein? Aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich könnte es schwören. Aber wie hätte das sein können? Träume können wie wahr erscheinen. Es ist nicht immer leicht, Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Ich war wach, Ray. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, sie sagte, wir seien eine Familie, die niemals getrennt werden könne. Dann will sie mich ersetzen, das kann sie vergessen. Ich bin jetzt deine Familie. Und nichts wird uns entzweien. Der Tod hat uns bereits entzweit. Es macht mich wütend, dass es so weit gekommen ist. Es macht mich wütend, dass ich dir Lebwohl sagen muss. Aber hier und jetzt werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, dich aufzufangen. So gewinnen wir. Danke dafür, dass du der netteste Mensch bist, den ich hier kennenlernen durfte. Danke, dass du am tapfersten bist. Wir kriegen einen neuen Zweig. Was ist das? Volltreffer. 15 Geisterpunkte. Red verursacht 20. Aber er leidet 10% mehr Schaden. Nein. Den nehmen wir. Wenn ein Gegner mit einem Gewehrkolben getroffen wird, das hatten wir auch woanders. 100% mehr Schaden. Ja, das ist sehr sinnvoll. Das lassen wir so. Ich habe mir das schon gedacht. Man hat die, also man kann die im Prinzip nachher irgendwie dann doch hin und her kombinieren. Ich wollte gar nicht schlafen. Kann man das abbrechen? Nein. Ich wollte nur noch gucken, bevor die da ist, der Rabe. Vielleicht können wir am Wochenende weiter raben, der Herr Sibi und ich. Mal schauen, ich hätte Lust dazu. Wir können. Ich will mal gucken, was wir hier so haben. Wir können die verbessern. Na, das ist ja cool. Wo sind sie? Wo sind sie? Da, aufrüsten. Das ist ja cool. Wow. 30% mehr Schaden. Cool. Können wir noch was? Wir hatten noch irgendwas gekriegt. Hatten wir noch bei Amulett was bekommen? Nein. Hatten wir hier bei Brosche noch was gekriegt? Die Brosche 452. Oh. Und die kann ich auch noch verbessern. Die hat natürlich Dauer der Weberei, Weisheit, Ausdauer. Die Spektralbirke. Oi. Aber das, ne? Und das Gewehr. Und hier würde ich auch gern, aber hier darf ich nicht. Ah, hier darf ich. Was ist das? Den haben wir jetzt. Ja, das ist aber dann auch ungünstig. 40 Ausdauer, Zorn, 5, Weisheit, Bannpunktgewinn, 4. Mehr Ausdauer. Verbannungsschaden. Was passiert, wenn wir den aufrüsten? Warte mal. Hör hier was? Ist das im Spiel? Ich mag die Farben.
Neue Ausrüstung haben wir auch bekommen. Stimmt. Wir haben die hier gekriegt. Ja, aber warum? Das ist doch alles nicht so besser. Das ist so ziemlich... Ja, sie hat aber physische, ne, und so... Willenskraft. Weisheit, Ausdauer, Vitalität. Ist auch hübsch. Ich behalte mal die mal an. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. So, schnelles Reisen geht immer noch nicht. Warum geht schnelles Reisen nicht mehr? Und Groll. Seridin? Was soll das heißen, Seridin? Geh zum Fort Jericho. Seridin? Ich glaube, sie kann uns nicht hören. Wir müssen zurück in die Sümpfe. Das verstehst du? Aber es ist ein Vogel. Es ist Seridin, die durch die Krähe aus dem Totenreich spricht. So dumm, dass es nicht auch umgedreht funktioniert. Stell dir vor, auf solche Entfernungen Unterhaltungen zu führen. Ja. Ich verstehe das jetzt hier wieder nicht. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das jetzt hier? Das macht doch gar keinen Sinn. Du das? Ich habe Gänsehaut. Der Schleier reißt an der Naht. Oh, ich mache nächste Folge weiter. Ich schimpfe schon wieder. Ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.